Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt es zum ersten Mal nach langer Zeit wieder mal einen Karrierenmodus. Das Ganze habe ich wirklich versucht sehr gut zu schneiden, beziehungsweise sehr viel zu schneiden. Die Aufnahmezeit war auch sehr lange und ich habe halt wirklich versucht, das Ganze schön zusammenzupressen zu einem ansehnlichen Video. Falls es euch gefällt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, schreibt mir Verbesserungen in die Kommentare. Also wirklich, versucht da wirklich ein bisschen konstruktive Kritik rauszuhauen, wie man das so schön sagt. Einfach Feedback in die Kommentare und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt rein in die allererste Karriere von mir in FIFA 17. So, Freunde, wir gehen jetzt also rein in die neue Karriere und zwar werden wir natürlich eine Trainerkarriere machen und gehen hier direkt auf Weiter und dann suchen wir uns direkt mal unseren Club heraus. Und ihr seht schon, Freunde, es ging in die vierte englische Liga und dort werden wir mit Wycombe spielen. Das ist einfach ein Verein, den habe ich früher in meinem Karrieremodus gespielt. Damals einfach, als ich noch kleiner war, als ich noch nicht mal WLAN hatte, aber immer schon Karriere gezockt habe in FIFA. Da habe ich dann eben immer Wycombe genommen und deswegen werden wir auch mit dieser Mannschaft die Karriere hier heute starten. Ja, der Vorname des Managers ist natürlich David, Nachname habe ich jetzt einfach mal FIFA Allstars genommen und dann nehmen wir hier, denke ich, einfach mal das hier und gehen auch direkt schon auf Weiter. Dann natürlich die Spieleinstellungen, Weltklasse, ist eigentlich ziemlich egal, da ich natürlich alles auch simulieren werde. Ich bleibe aber hier natürlich auf Weltklasse, 6 Minuten, Euro, dann nehmen wir einfach dieses Stadion hier und dann passt das eigentlich an sich auch schon. Wie vorhin schon kurz angesprochen, werden wir in dieser Karriere kein einziges Spiel selber spielen, sondern alles nur simulieren, Transfers tätigen und eine Episode, also ein Video, geht immer so lange, bis wir in die nächste Liga aufsteigen. Ich kann zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht abschätzen, wie lange das Ganze gehen wird, aber ihr werdet es ja natürlich jetzt eher an der Videolänge schon sehen. Ja, Freunde, ich bin gerade im Schnitt drinnen und ja, es ist einfach viel zu lange geworden. Ich konnte das überhaupt nicht abschätzen, aber wir werden es jetzt einfach so machen, dass ich die Folgen einfach splitten werde. Das heißt, ich werde nicht ein Video bis zum Aufstieg machen, da das einfach sonst stundenlang gehen würde. Ich werde das Ganze einfach splitten und euch dann eben Teil für Teil hochladen und ihr könnt euch das dann einfach geben. Also einfach wie ein ganz normaler Karrieremodus an sich. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt weiter mit dem Video. Und zum Start der Karriere werden wir natürlich direkt auch zu einem Turnier eingeladen und zwar werden wir hier natürlich direkt weiterklicken und da suchen wir uns jetzt einfach mal das Bestmögliche aus. Ja, ich denke mal, der European Continental Shield ist am besten, denn da ist auf jeden Fall die Schwierigkeit bei einem Stern, bei den anderen ist die immer ein bisschen höher, deswegen würde ich das eigentlich nehmen, das ist dann vom Preisgeld auch nicht so schlecht. Und Freunde, falls ihr zu FIFA 18 natürlich auch viel Karriere von mir sehen wollt, dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Feedback würde mich auf jeden Fall wirklich heute sehr freuen und das wäre auch wirklich mal ein bisschen wichtig. So sieht der Anfangskader aus, ich werde jetzt natürlich ein bisschen was ändern, Akin Fenver ist hier natürlich auch am Start, richtig nice. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen was ändern, versuchen junge Spieler mit einzubauen und dann eben mal so einen kleinen Anfangskader, einen guten Anfangskader zusammenzustellen. So, das ist jetzt die Anfangself, die ich jetzt mal zusammengestellt habe. Weston hier ist 28, Akin Fenver ist natürlich schon 34, aber den packe ich sicher nicht raus, der hier 25. Dann haben wir hier einen 21-Jährigen, der ist auch 21, der hier leider 32, aber wir haben an sich nicht so alte Spieler. Hier 23, der im Tor ist 22, der hier ist auch 23 und der hier ist auch nochmal 23. Also ihr seht schon, der Kader ist an sich eigentlich eh ziemlich jung. Wir müssen halt echt schauen, dass wir viele junge Spieler im Kader haben, denn wenn wir das Ganze so simulieren und natürlich in die nächste Liga aufsteigen wollen, dann brauchen wir viele junge Spieler, die dann eben von Jahr zu Jahr bzw. ja, von Zeit zu Zeit einfach immer besser werden. Das hier wird wahrscheinlich der erste Transfer werden und zwar der gute alte Singh. Das ist ein freier Spieler, das heißt, bei dem müssen wir nur das Gehalt zahlen. Deswegen holen wir den natürlich direkt in die Mannschaft. Er ist 20 Jahre jung. Ich hoffe, dass er das Angebot direkt annehmen wird. So, natürlich werden wir auch die älteren Spieler auf die Transferliste packen, damit die da auf jeden Fall schon mal ein bisschen raussortiert werden. Also, ich habe jetzt hier Yombati, Wood, Thompson, Bean und Hayes oder Hayes, keine Ahnung, wie man den ausspricht, auf die Transferliste gepackt. Und da hat der gute alte Singh auch direkt schon akzeptiert. 20 Jahre jung, der Mann fürs zentrale Mittelfeld wird direkt hier verpflichtet. Okay, der gute Mann hat nur ein 54er Rating, da bin ich dann doch irgendwie schon von was bisschen Besserem ausgegangen. Ich packe den jetzt trotzdem einfach mal auf die Auswechselbank. So, wir bekommen hier direkt mal ein Turnierpreisgeld und zwar 450.000. Ich habe die Spiele jetzt einfach mal simuliert und da haben wir eigentlich alles gewonnen. Deswegen jetzt schon mal 450.000 Münzen bar auf die Hand, beziehungsweise Euro bar auf die Hand. Und hier haben wir direkt ein Transferangebot für Paul Hayes, keine Ahnung, wie gesagt, reinbekommen.
Leute, wir nehmen das Ganze einfach mal an, ohne jetzt lange zu schnacken. 210.000 Münzen, das nehme ich gerne mit. Alter, ich sage einfach die ganze Zeit Münzen statt Euro, weil ich einfach so richtig im Ultimate-Team-Modus drinnen bin. Weitere 650.000 Euro gehen auf unser Konto und das ist natürlich gut für die Transfers. Und da haben wir dann auch noch ein Angebot für den Yombati bekommen. Da gehe ich jetzt aber schon noch ein bisschen hoch. Und zwar würde ich sagen auf, ja, 350.000 Euro. Und dann geben wir das Ganze einfach mal ab. Tyler Adams, 66er Rating, 17 Jahre jung für 1,3 Millionen. Das wäre wirklich ein super Transfer. Ein weiteres Transferangebot für Gary Thompson kommt jetzt gerade rein. 70.000, 35 Jahre ist er schon alt, deswegen nehmen wir das natürlich direkt an. Ein weiteres Transferangebot für Sam Wood ist jetzt reingeflattert, 350.000 Euro. Da gehen wir schon noch hoch auf 450.000. Marcus Bean, Transferangebot, 32 Jahre alt, 110. Gehen wir schon noch hoch auf 150.000. Also da geben wir unsere Spieler dann doch nicht so günstig her. Jawohl, Tyler Adams akzeptiert, beziehungsweise Red Bull akzeptiert das Ganze für 1,3 Millionen und wir geben dem jetzt einfach diese 1.300, das ist extrem wenig für so einen krassen Spieler, 4 Jahre natürlich und dann können wir auch schon direkt wichtiger Stammspieler machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier auch noch einen Scout anheuern und zwar für 450.000 Euro. Ich denke mal, das geht klar. Mal schauen, was der so reißen kann. Sam Wood wird jetzt auch unseren Verein verlassen für 425.000 Euro. 140.000 Euro für Marcus Bean. Das Angebot nehmen wir an und damit verlässt er auch unseren Verein. Und ihr merkt schon, ich verkaufe sehr, sehr viele Spieler. Das heißt jetzt aber auch, dass ich viele Spieler einkaufen muss. Da habe ich einfach mal komplett vergessen, das Training anzumachen. Ja, Leute, ihr merkt schon, ich bin nicht so richtig drinnen noch im Karrieremodus, aber ich werde reinkommen bis zu FIFA 18, das verspreche ich euch. Und dann wird es eben hoffentlich richtig abgehen. Kelvin Amian-Adu für 1,9 Millionen Euro für 9.000 Gehalt. Ja, mal schauen, ob wir den jetzt bekommen. Das erste Spiel der Saison auswärts gegen Carlisle. Ja, ist wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber wir gehen hier direkt rein und werden das Ganze überspringen und wir gewinnen 1:0, 85. Tor von Weston, sehr nice. Und da haben wir endlich die Bestätigung von Tyler Adams für 2200 Gehalt, kommt der jetzt in unsere Mannschaft und das ist ein absoluter Juwel für die Zukunft. Und hier flattert gerade ein Mega-Transferangebot rein, 700.000 Euro wollen sie zahlen, FC Bayern München für Luke Onin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn abgeben soll. Ich gehe jetzt einfach mal richtig, richtig hoch auf 1,2 Millionen und dann schauen wir einfach mal, was passieren wird. Und hier haben wir jetzt das erste Cup-Spiel am Start gegen Bradford. Und da müssen wir auf jeden Fall jetzt alles geben, um einen Sieg herauszuholen. Ich gebe einfach mal mein Bestes, beziehungsweise ich kann es ja eh nicht ändern. Es ist eine Simulation, wie gesagt, ich werde kein Spiel selber spielen. Ich will das wirklich hier auch durchziehen. Erstes Gegentor hier direkt durch Law. Wir gehen das Risiko ein und überspringen in 3, 2, 1 und go. Jawoll! Jawoll, jawoll, jawoll. Wie wichtig ist das? In der 73. machen wir das 1:1 und dann in der Nachspielzeit dann auch noch das 100. In der 105. das 2:1 eben. Und das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig. 975.000 bietet der FC Bayern München und da kann ich nicht Nein sagen. Wir nehmen das Angebot an und damit ist dieser Spieler auch weg. Wir schicken den Scout, den wir vorhin verpflichtet haben, einfach mal nach Italien. Mal schauen, ob der dort irgendwas reißen kann. Ich würde sagen, für, ja, machen wir 3 Monate einfach mal. Das zweite Saisonspiel daheim gegen Doncaster und wir gehen auf weiter. Unsere, ja, Startformation sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben jetzt natürlich den Adams auch in der Mannschaft. 66er Rating und 17 Jahre ist er halt erst jung. Und wir drücken auf Überspringen, gewinnen 3:0, Alter. Was für ein wichtiger Sieg. Nächste Trainingseinheit, das Ganze ist gleich fertig und dann schauen wir uns direkt die Benotung an. Ja, da geht auf jeden Fall ein bisschen was voran, das kann man ganz klar so sagen. Wir sind zu Gast bei Colchester und wir schauen einfach mal, was wir in diesem Spiel reißen können. Natürlich überspringen wir wieder. Ein 1:1, ja, das kann man mitnehmen. Auswärts ist das auf jeden Fall eine ordentliche Leistung. Wir spielen im Cup gegen Sunderland und alles andere als eine Niederlage von unserer Seite aus wäre eine absolute Überraschung. Das heißt, wenn wir hier unentschieden spielen, dann wäre das schon absolut krank. Denn es ist ein Erstligist und wir gehen hier direkt mal rein. Oder sind die abgestiegen? Ich weiß gerade gar nicht. Wir gehen auf jeden Fall rein. What the fuck? What the fuck? Wir gewinnen. Wir gewinnen. Nach Elfmeterschießen mit 5:4. Was ist das für eine Partie? Oh mein fucking Gott, wie nice ist das denn bitte? Wir gehen jetzt hier rein ins nächste Training. Ich habe jetzt auch noch den Adams natürlich hinzugefügt. Den habe ich vorhin leider vergessen gehabt. Und der
schließt leider mit einer sehr, sehr schlechten Bewertung dieses Training ab. Und hier tätigen wir auch schon unseren nächsten Riesentransfer, Kelvin Amiens-Adou. Für 2 Millionen 14.500 Gehalt wird er bei uns bekommen. 18 Jahre jung, der gute Mann. Schon eine 70er Bewertung, also der wird uns auf jeden Fall, denke ich, noch länger erhalten bleiben. Und deswegen holen wir uns den natürlich auch direkt in unseren Verein. Und natürlich kommt unsere Neuverpflichtung auch direkt in die aktive Mannschaft mit rein. 70er Rating, also wirklich eine krasse Karte. Kann der auch Linksverteidiger spielen? Okay, kann er leider nicht, aber den packen wir natürlich hier auf die Rechtsverteidigerposition. Und das ist wirklich ein Baustein für die Zukunft, für den Erfolg der Zukunft auf jeden Fall. Nächstes Saisonspiel gegen Cheltenham und die machen uns hier direkt das 1:0 bei uns daheim. Hier müssten wir eigentlich gewinnen und ich überspringe und scheiße, Mann, wir verlieren leider mit 1:2, ganz, ganz bittere Niederlage. Ach du Kacke, Akin Fenwa fällt uns für 3 Monate aus. Und da Akin Fenwa natürlich jetzt verletzt ist, kommt der 20-jährige Kashket, oder wie man den auch immer ausspricht, in die Mannschaft. Der 62er Rating geht auf jeden Fall in Ordnung. Im Pokal geht es auswärts ran gegen McDonald's und da werden wir, glaube ich, keine allzu hohe Chance haben. Wir werden das Ganze natürlich auch direkt überspringen. Oh mein Gott, was haben wir für eine krasse Mannschaft. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. 82. Minute Weston mit dem so wichtigen 1:0. Der letzte Transfertag ist angebrochen und wir werden jetzt nochmal versuchen, den ein oder anderen Top-Transfer zu tätigen. Ich will unbedingt diesen Spieler haben. Der ist einfach nur so krass und der hat so gutes Potenzial. Aber es geht sich eben noch nicht ganz aus. Ich werde jetzt auch schauen, dass ich das irgendwie auf die Reihe bekomme, diesen Spieler zu verpflichten. Nein, Arancibia ist weg. Das ist der Spieler, den ich unbedingt haben wollte. Aber es ging sich einfach so knapp nicht aus. Und der ist jetzt, glaube ich, weg, oder? Ne, es geht noch, es geht noch. Wir müssen irgendeinen Spieler schnell verleihen oder so, dass wir den unbedingt noch in die Mannschaft bekommen. Es will einfach kein Verein irgendeinen Spieler von uns leihen. Deswegen werden wir jetzt einfach irgendeinen anderen Spieler holen, den wir da auf jeden Fall noch bei den Transferverhandlungen dabei haben. Scheiße, wir haben zu lange gewartet, jetzt sind die anderen Spieler auch nicht mehr verfügbar. Ja gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das Ganze jetzt hier zu beenden und diese Transferphase sozusagen abzuschließen. Als nächstes werden wir dann alles simulieren, das heißt, wir werden bis zur nächsten Transferzeit alles automatisch simulieren und dann werden wir mal schauen, wo wir da in der Liga stehen werden. Da bin ich auf jeden Fall dann mal gespannt. Aber zuvor führen wir natürlich noch ein weiteres Training durch und schauen, ob sich da irgendwelche Spieler verbessern können. Ja, der gute Blackman geht hoch auf eine 66, auf eine 65, sorry. Das ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Wir sind Trainer des Monats geworden. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Sehr, sehr nice. Und wir werden weiter verfolgt vom Verletzungspech. Gabe hat sich verletzt, fällt für 8 Wochen aus. Und da müssen wir jetzt den Bloomfield wieder in die Mannschaft packen. Und wir haben echt keinen großen Kader. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Wir springen jetzt also vor bis zum 1. Januar 2017. Let's go. Und dann schauen wir einfach mal, wie die Simulation so ablaufen wird. So, die Simulation ist abgeschlossen und wir sehen hier 6. Tabellenrang. Das geht eigentlich komplett in Ordnung für die Mannschaft, die wir bis jetzt erst unter Anführungszeichen haben. Ich werde jetzt mein Bestes geben, um auf jeden Fall noch weitere junge Spieler zu verpflichten. Das Ganze wird aber dann, denke ich, im nächsten Video stattfinden. Da kommt dann jetzt eben die nächste Transferphase und da werden wir wieder schauen, gute und junge Spieler zu verpflichten, sodass wir dann das Ziel sozusagen anstreben können, dass wir dann nächstes Jahr aufsteigen können, um da dann sozusagen unser Bestes zu geben. Und ja, Freunde, das war es jetzt an sich dann auch schon wieder mit dem heutigen Karrieremodus. Falls es euch gefallen hat, lasst unbedingt mal einen Daumen nach oben da und schreibt mir Feedback zu dem Ganzen in die Kommentare. Man nimmt da echt richtig, richtig lange auf. Ich sitze jetzt hier wirklich schon seit 3 Stunden und nehme Karriere für euch auf. Also, lasst mir unbedingt Feedback in den Kommentaren da. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes. Checkt den Merch in der Beschreibung ab. Und dann war es das von meiner Seite aus. Ich bedanke mich, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.